Dankeschön. Ah, willst du mich noch flinchen? Hab ich schon. Ach so. Danke. Okay, Chat. Heute neuer Plan. Gestern hat die Spielhalle gar nicht geklappt. Heute neuer Plan. Wir zählen Schritte, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Okay, warte. Okay, 5. Okay. 5 und 12. Haben wir nicht so viel gebracht. Warte, ich muss ja noch nach unten. Lol. Bin ein Trottel. Okay, 7. Acht. Okay. Okay. Bin ich im Loop? Na, der schmeißt sich immer wieder nach links. Okay, der ist also falsch. Okay, okay, okay. Ah ja, okay. Okay. Okay, 4. Okay, ich bin wieder hier. Okay, okay. Okay, das war wieder diese 4. Okay, ich bin gerade im Loop. Okay, okay, okay. Ich muss versuchen, aus diesem Loop auszubrechen. Thank you.
Wie komme ich aus diesem Loop raus? Okay, ich gehe mal links lang. Das ist jetzt, glaube ich, der andere. Hä, es ist doch derselbe, oder nicht? Nee, ist ein anderer. Der braucht gleich viele Schritte, aber. Und ich glaube, dass dort, wo ich jetzt stehe, einer der richtigen, also ein Teleporter hier ist richtig und einer ist falsch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es hier ist, aber ich glaube, es gibt einen, der oben rechts richtig ist und einen, der unten oder unten rechts richtig ist. Ich könnte jetzt straight up nach rechts gehen. Und ich weiß nicht, ob das der richtige war. Aber es könnte auch der unten rechts gewesen sein. Eventuell. Nee, ich bin wieder hier gefangen, okay. Nee, ich bin doch wieder wo ganz anders. Ich bin wieder hier. Da war ich eben auch schon, okay. Ah, fuck. Ich glaube, ich muss häufiger nach links gehen. Ich will immer nach unten rechts, weil dort halt der richtige Weg ist. Aber ich glaube, ab und zu ist auch links der richtige Weg. Okay, bin ich gelockt. Jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay. Oh Mann. Bin ich wieder hier? Wieso führt mich alles wieder hier hin? Hier, naja. Wo ist der Knackpunkt? Irgendwo fehlt der Knackpunkt.
Okay, entweder bin ich am Anfang oder ich bin da. Okay, ich war am Anfang. Fuck! Okay. Gut. Mann, das ist so schwer, wirklich. Hier ist halt so, glaube ich, hier ist der Knotenpunkt, hier, wo ich jetzt gerade bin. Hier ist der Knotenpunkt, wo ich halt richtig laufen muss. Ja, war nicht richtig. Unter mir ist ein Teleporter und rechts von mir ist ein Teleporter.
Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwo nach links muss. Ja, das ist der mich von links immer wieder nach rechts spuckt. Irgendwo hier muss der Knackpunkt sein. Ah, ich war wieder am Anfang. Ach Mann. Ich will was tryen. Okay. So schwer, Chat, ihr glaubt es nicht, wirklich. Aus dem Gedächtnis heraus, wirklich das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist halt Jahre her. Und ich habe mir vorher nichts angesehen und aus dem Gedächtnis heraus ist es so unendlich schwer. Thank you.
Ich heb die Augen bitte ab, Chat. Achtung, Backspam, Backspam, Backspam. Tral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 
So, jetzt nochmal nicht muted. Hallo, er kommt jetzt und halt uns zurück. Hier ist kurz, ob er es sehen darf. Ja, ja, mach ich. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal alles hier. Okay. Dann ist jetzt darf ich dir was sagen? Also, der Tim hat ja gesagt, du bist so ein Leiter. Okay. Du brauchst erst die Hilfe, die du bringst. Ich dachte, du bekommst den Lift hier dort unten. Nein, du musst schon die Treppe unten. Der ist aber in der Treppe nach den Teleportern, oder nicht? Er meint, er wäre in der Treppe nach den Teleportern. Also so habe ich das im Kopf. So hat er das im Kopf. Auf Halbzeit. Ist hier irgendjemand, der sich wirklich auskennt? Weil, jein. Okay, das ist keine gute Antwort, Skorbe. Das hilft uns gerade nicht. Soll ich da jetzt runter oder nicht? Und jetzt halt die Frage, kann er durchs Labyrinth und kommt dann weiter oder nicht? Weil wenn nicht, wäre ja doof, dann, ne? Ich dachte, wenn ich durchs Labyrinth gehe, dann ist da eine Treppe und da bekomme ich den Lift-Key. Ja. Von dem Team Rocket-Wiebel. Oder Squamme? Squamme sagt, jein. Das stimmt, Gaius. Aber vielleicht weiß es trotzdem jemand. Du musst durch ein anderes Labyrinth. Na gut. Ich kann mich halt nicht ausmachen, ich hab das nie gespielt. Ja, ich hab das nur mit offenen Augen gespielt. Sehe ich. Ja, alles gut, Squammer. Passt schon. Okay, wir machen es jetzt anders, Chat. Das ist mir hier zu viel Trubel. Ich schaue mir jetzt was dazu an. Ich schaue jetzt selber nach. Das dauert hier sonst ja noch 3 Jahre, wenn wir uns hier alle, wenn wir hier alle unterschiedliche Dinge vorm Kopf haben. Ja, ich check schon. Bologna. Ja, ein bisschen. Spanien. Kann ich einfach Rocket? Lala? Nee. Okay, bla bla bla, bla bla bla. Rocket Gamer Paradies, ja, das doch. Das Gamer Paradies? Echt Gamer? Ja, Rocket Versteck. Also. Rocket Versteck, erstes Untergeschoss. Das ist das hier. Da starte ich. Soll ich was sagen oder nicht? Was denn? Ja. Achso, nee, hier starte. Nee, hier starte ich nicht. Soll ich was sagen oder nicht? Warte, lass mich kurz gucken. Okay. Also, das hier ist das, was ich die ganze Zeit mache. Oder? Nee, das hier mache ich die ganze Zeit. Jetzt bin ich selber verwirrt. Warte, mache ich die ganze Zeit das hier oder das andere? Das darfst du mir sagen. Mach das. Das hier mache ich die ganze Zeit?
Ich meine nicht das hier. Und ich muss zuerst das hier machen, oder was? Jetzt habe ich doch selber keine Ahnung. Du machst das zum Lift. Ja, ich dachte, das müsste ich auch machen. Und dann komme ich hier. Warte, das heißt, ich komme. Gott, jetzt bin ich selber total verwirrt. Wirklich, ich hasse das Hideout. Szene, please. Na, warte. Also, guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich starte hier. Mach das. Ich glaube, ich starte hier, oder? Hier müsste ich ja starten eigentlich. Ja. So. Und dann mache ich die ganze Zeit das Quiz hier. Ne? So. Und es gibt einmal den hier, der mich immer wieder hochschießt. Und dann gehe ich den hier runter. Das ist dann der zweite. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin wo ganz anders. Die Treppe hier führt mich zum Key. Das ist doch das Richtige, oder nicht? Nö. Echt nicht. Nicht zum Key. Ach, führt nicht zum Key. Ah, so. Das heißt, ich muss hier hin. Die Treppe hier führt mich zum Key. Das heißt, ich muss von hier... Ich guck mal, ich gehe ja... Also... Ich spiele jetzt gleich mit offenen Augen, ne? Wirklich. Ich gebe gleich... Ich surrender gleich die Rocket-Halle, wirklich. Also. Guck mal. Guck mal. Warte, okay, wir machen es anders, Chat. Ich will da einmal kurz reingucken. Ich starte hier. Dann gehe ich hier hin. Und dann muss ich da hinten in die Treppe rein, ne? War ich da schon mal? Ja, ernsthaft? Also ich war da schon mal. Einmal. Aber gestern. Also hier war ich gestern. Und das hier ist das, wo ich eigentlich hin muss. Okay. Bevor ich das andere mache. Okay. Dann schauen wir jetzt erstmal, ich gehe wieder raus und dann schaue ich erstmal, ob ich den Key bekomme. Okay. Ich muss mir das nochmal kurz angucken. Also ich schaue es mir sowieso an. Zack, zack, und dann das andere. Okay. Pass. Okay. Ja. Glaub schon. Alles schon wieder vergessen, Chat. Hallo. Balim, balim. Okay, du schaffst das. Glauben alle an dich. Ich glaube an dich. Hopfen und Malz verloren. Nein. Kannst mich wünschen. Viel Glück. Danke. Okay, Chat, wir tryen. Doch, das war so schnell. Ich hab die Musik gar nicht geswitcht. Ich muss nochmal raus.
bin ich? Ich habe auch nur einen Kopfhörer drin. Oh Gott! Jetzt habe ich den Überblick verloren. Moment, ich muss nochmal raus. Okay. So. Okay, so. Ich habe mir nichts von den Teleportern angeschaut, wirklich nicht. Ich nehme mich irgendwie alle an denselben Ort, wo ich vorher war. Was ist das denn für eine Kacke? Auch derselbe. Das ist auch derselbe. Hä? Was ist denn eine Kacke? Ich bin richtig tilde von diesem Rocket Hideout. Das ist so ätzend, wirklich. Ihr glaubt nicht, wie ätzend das ist, das mit verbundenen Augen zu machen. Ich bin wirklich nur so kurz davor zu sagen, fuck off. Ich mach das jetzt nicht mehr blindfolded. Das ist so ein Abfuck. Es gibt nichts, woran du dich wirklich orientieren kannst. Wirklich nichts. Thank you.
Ich schaue jetzt alles dasselbe. Chat, ich nehme jetzt die Augen mit ab. Wirklich, das hat keinen Sinn. Das hat wirklich keinen Sinn. Das ist legit. Das ist, das kannst du keinem erzählen. Ja, ich bin kurz vor der Treppe, aber es bringt ja gar nichts. Das, also wirklich diese, wenn du es wirklich gar nicht weißt, dann du schaffst diese Passagen nicht. Ja, ich feiere Kürbis, das ist okay, Maya. Es ist wirklich, ich gebe mich bei den Plattformen geschlagen. Das Hideout ist wirklich echt kacke. Keine Sorge, bei den Kämpfen schaue ich weg. Ich habe wirklich null Orientierung, ich weiß legit gar nichts. Bloxen, danke für den Raid. Ihr kommt natürlich perfekt zu dem Zeitpunkt, wenn ich das erste Mal in der Challenge hier nicht meine Augen verbunden habe. Ich habe mich aber geschlagen gegeben gegen das Rocket Hideout. Ich habe bisher nicht ein einziges Mal irgendwas mit offenen Augen gemacht. Ich muss jetzt bei den Kämpfen weggucken. Okay, ich muss den gar nicht bekämpfen. Okay, top. Aber es ist legit nicht machbar. Es ist legit nicht machbar. Ich werde das Hideout jetzt skippen. Das Hideout ist wirklich Oberarsch. Was die Passagen zwischen den Warps die Augen zu? Nee, ich scheiße auf das Hideout wirklich. Das Hideout kann mich mal. Ich hoffe, euer Stream war aber nice. Normalerweise sehe ich in der Challenge nichts. Ich habe es ja alles blindfold geschafft, aber das Hideout ist wirklich übertrash. Also allgemein diese Teleporter sind Oberkacke. So. Hideout oder Abra, größter Schmutz? Sag Hideout. Abra liegt trotzdem noch irgendwo in meiner Hand. Aber das ist ja Oberarsch, wirklich. Oh Gott, ich wollte nicht gegen ihn kämpfen. Gut. Es tut mir ehrlich leid, Chat. Normalerweise wollte ich das Blindfold, also komplett Blindfold durchziehen und ich ziehe es auch weiter durch, aber es ist nicht anders möglich, wirklich. Außer du studierst es wirklich und ich versuche ja die Sachen ohne Vorbereitung zu machen. Also ohne mir wirklich aus dem Gedächtnis heraus, letztes Mal, als ich Pokémon Rot und Blau gespielt habe, ist Jahre her. Und ich versuche das alles einfach aus dem Bauch heraus zu machen. Aber das ist nicht menschenmöglich und ich werde jetzt dafür die Seiten studieren. Das finde ich ist genauso wack, da kann ich es auch direkt nicht blindfolded spielen, check dir, wie ich meine. Finde ich, mache am Ende des Tages dann keinen Unterschied.
Kannst alternativ, weil du ja auch einfach deinen Glitch. Ja, aber Glitches will ich auch nicht verwenden. Glitches würde ich auch quatschig finden. Also ich sehe, was du meinst, aber ich will das komplett glitchless machen. Ich würde damit ja komplett das Silphcore-Gebäude auch skippen, Skorme, weißt du? Und das will ich ja auch versuchen, nicht blindfold zu zocken. You know? Was war denn der Teleporter, der mich immer wieder nach links gebracht hat? War das der da oben links? Der war ja noch 1000 Jahre entfernt. Oben der, ja, okay. Der war ja noch 100 Jahre entfernt. Du warst schon mal fast hier. Okay. Oben bist du quasi immer straight up runter. Ja, ich sehe das schon. So, ich gehe jetzt raus aus dem Hideout. Ich mache jetzt alles. Ne, wir machen das Hideout jetzt einfach fertig. Scheiß aufs Hideout. Die erste Passage, der ich geschlagen gebe. Ich bin mal gespannt, wie es in der Safari-Zone läuft. Das wird auch noch wild. Kein Blau bis die Etage, glaube aber schon, nur verzeih ich auch mal die andere.
Okay, ich schaue jetzt wieder. Den Rest habe ich immer blind gemacht. Hat sie mir nicht was vergessen, Chat? Die Augenbinde. Ja, aber, ne? Aber hätte auch aufgegeben, so ist nicht. Ey, ohne Witz, ne? Das war, das war wirklich echt hart scheiße. Also, es tut mir leid, ne? Ich hätte echt gerne das Hideout auch komplett blindfolded gemacht, aber ich musste aufgeben. Ich musste aufgeben, Chat. Ich wäre dort verrückt geworden. An Form für diesen. Nee, die meine ich nicht. Aber dann war es wohl nicht wichtig, was ich meinte. Habe ich was vergessen? Weiß ich nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendein Item oder so? Weiß ich nicht, zu entschuldigen. Ja, ich weiß. Natürlich trotzdem ein bisschen doof. Aber ey, ich habe es getried. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht habe, ne? Ja, das mit den. Mit den Dings ist schon schwierig, mit den Teleportern. Lieber hier skippen und später mehr Geduld haben, als nachher aufzugeben, weil du keine Motivation. Nee, Motivation habe ich immer noch übelst. Das ist nicht das Problem, aber. Das war ja übel kacke. Okay. Lu darf gerne kommen und mir wieder die Augen verbinden. Okay, geil, das mache ich. Ich glaube, Blue wird wahrscheinlich gleich spawnen. Ich glaube, Blue spawnt. Wofür war die Spielhalle wichtig für die Story? Ansonsten kann ich nicht ins Safecore-Gebäude. Hallo! Das war wirklich echt zu kacke, ne? Das war wirklich. Ja. Ich nicht. Okay, ich mach meinen Kopfhörer rein, okay? Yes! Liebe dich! Liebe dich mehr! Gelogen! Aha, ich dachte, du hörst mich nicht mehr. Gelogen. Entschuldigung. Okay, kannst du mich flinchen? Du machst mich schon. Okay. Pingel. Danke. Jetzt gehen wir wieder rein, Chat. Okay, Chat, ich habe eine wichtige Frage. Okay, Chat, ich mache ganz kurz die Augenbinde ab. Ich habe eine wirklich wichtige Frage. Ich muss das wissen. Achtung, ihr könnt spam, ihr könnt spam. Also Luca muss gleich nochmal herkommen, es tut mir leid. Wichtige Frage. Nein, die Babys kommen nicht vom Storch. Okay, dann können wir weitermachen. und zwar, der Tee, den ich holen muss, ist ja einfach im Getränkeautomat. In meinem Kopf ist der im Getränkeautomat. Aber der ist gar nicht im Getränkeautomat, oder? Oder muss ich dem... Nee, ich muss ihm nur einen Sprudel bringen, oder? Tee gibt es nur in Gen 3. Muss ich dem nicht einfach nur einen Sprudel bringen oder so? Ist doch oben einfach im Getränkemarkt, oder? Im Getränke... Getränke, wie heißt der Automat? Ich glaube schon. Aus dem Automaten, ne? Ich glaube auch. Genau, ich habe es auch so in Erinnerung. Weil ich weiß nämlich, dass es, glaube ich, in Heart Gold und Soul Silver nämlich anders ist. Ja, was denn, OBM?
Hast du nicht den Safe Scope vergessen? Ja. Nicht so, BM. Oh. Liegt er noch bei Giovanni? Das war das, was ich meinte, glaube ich. Liegt der da noch? Ich bin da sogar rumgelaufen, weil ich mir unsicher war. Ja. Aber dachte ich Spoiler oder so. Warum jetzt nichts? Ich glaube, Scorpio wollte nicht, dass du mir das spoilerst. Scheiße, ja, okay, dann muss ich den wirklich noch abholen. Ja, dann hole ich den schnell. Okay. Dann mache ich das fix. Ich starte von mir aus danach wieder vom Pokémon Center, ist alles gut. Ich meine, ist jetzt halt so, ne? Schon wichtige Info, wenn keiner eh schon cheese wurde. Ja, 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 sehe ich. Understand ich schon komplett. Was genau musst du jetzt noch abholen? Den Silph-Co. Die brauche ich für Knogger. Knogger ist ja ein Geist, der ist ja tot. Und ich sehe den ja nicht. Ich sehe den nur mit diesem Item. Okay. Ich dachte, der würde rechts oder links neben Giovanni liegen und da war ich mir unsicher, weil ich rechts und links überall alles abgesucht habe. Aber okay. Okay. Ehrlich, das alles zu machen, ohne zu wissen, wo was ist und was du machen musst, blind wäre. Ja, die meisten Sachen weiß ich ja eigentlich. Und wieder den Supertrank. Ja, ich hole mir jetzt nicht den Supertrank, Gaius, das wäre ja illegal. Wir machen hier schon genug illegale Sachen. Rebell. Ich werde niemals den Supertrank nutzen. Ich habe extra bei dem anderen Trank, bei dem anderen Item, was ich mitgenommen habe, habe ich extra weggeguckt. Okay. Gut. So, warte, wir starten ab hier. Sind Sie bereit? Ja. Warte. Ich muss noch meinen Koffer reinmachen. Mach's kurz, genau. Flur haben wir. 19 und 10, ja, passt. Okay. So, okay. Hast du noch Blut im Kopf? Ja. Dann ist doof, warte. Okay. Du schaffst das. Okay, Chat. Gott! Hä? Wie ist denn der Einkauf? Oh Gott, ich habe das Gefühl, ab hier weiß ich irgendwie gar nichts mehr. Wie ist denn der Dings aufgebaut? Mann, wenn man was sieht, ist es so easy, aber das ist echt crazy.
Okay, das wird sehr tricky. Okay. Ich habe das Gefühl, ab jetzt habe ich nur das ganze Layout von den ganzen anderen Spielen im Kopf, von den Games. Warum kann ich hier nach unten rauslaufen? Das ergibt gar keinen Sinn in meinem Kopf. Warum ist das so ein Kack? Das ist doch kein Aufzug hier, wo ich drin bin, oder nicht? Ah, okay. Thank you.
Let's go. Okay, Chat, es gibt eine Sache, die ich irgendwann wissen will, sollte es dazu kommen, dass ihr Lou sagen könnt, sie soll mir sagen, was Phase ist. Und zwar, wenn mein Beutel voll ist. Let's go. Schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Let's go! Big, 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 big. So, jetzt müssen wir uns das Fahrradticket holen, Chat. Okay. Warte, wieso kommt hier Routenmusik? Ne, müsste ich nicht in Saphonia City sein? Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Wir haben ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, wo ich bin.
Wo bin ich? Okay. Okay. Let's go! Big! Okay, Orania City. Passt erstmal. Ich weiß nicht, ob das Pokémon-Haus links vom Pokémon-Center war oder ob es weiter unten links war. Ich glaube, das war das Fahrradticket. Hoffe ich einfach mal. Vielleicht war es auch die Angel. okay. Warte mal. Safe war das Fahrradticket, oder? Hier wird zu klein.
Das war's, Chat. Der erzählt uns eine übelst lange Story. Das war's. Let's go. Denkt dran, die Uhr ein bisschen im Blick zu haben, Chat. So gegen 19.40 Uhr spätestens soll Lou mich antippen. Ich war so verwirrt, weil am Anfang von Saffronia City, warum auch immer, die Routenmusik läuft. So Bock zu game jetzt, Chat. Achtung. Oh mein fucking Gott, let's go! Let's fucking go! Okay. Ich will nur wissen, wo das Fahrradhaus ist. Okay, das ist das Pokémon Center. Fahrradhaus müsste unten links von da sein. Fahrradladen.
Hä? Let's go! Let's go! Big! Lass mich bitte runter. Okay. Hier wollte ich rein. Nee, wollte ich nicht. Wo bin ich? Oh, nee, ich bin im Sonderbonbonshaus. Ich will kurz ins Pokémon Center. Wait, ich bin im Pokémarkt. Jemand anders. Okay. Okay, ich mach die Augen mit Abchat. Spam, 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 spam. Oh. Damn. Aber Fahrrad war big, oder? Fahrrad war big. Die Angel haben wir auch noch mitgenommen. Die Angel haben wir auch noch mitgenommen. War nice. War nice. War sick. Fahrrad haben wir. Dachte kurz, wir fahren jetzt auf eine Angel. Und der Zerschneiderbaumflex war auch nicht schlecht, oder? War ein bisschen mehr Glück als Verstand, aber nimmt man mit. Aber nimmt man mit. Das glaube ich doch auch.
Alright. Gut Progress gemacht. Gut Progress gemacht. Morgen. Ja, morgen ist Safari-Zone, Chat. Morgen ist Safari-Zone, 5. Orden. Sylph Co. Wir können ja den 5. Orden schon machen. Bevor wir Knogger machen. Vielleicht machen wir Knogger trotzdem schon auf dem Weg. Der nächste Breaker. Es gab bisher zum Glück nur einen. Ey, aber hat man gecheckt, warum ich so verwirrt war in dem Einkaufszentrum? Ich bin, glaube ich, oben rechts, weil ich habe oben rechts keine Treppe erwischt. Und ich dachte die ganze Zeit so, hä? Warum ist da keine Treppe? Warum ist da nur ein Aufzug? Weil ich habe schon gecheckt, dass ich im Aufzug war, aber ich wusste auch nicht, dass der Schalter oben rechts ist im Aufzug. Das hat mich richtig verwirrt. Ich war sehr verwirrt. Ich war wirklich sehr, 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 sehr verwirrt. Sylph Co. auch? Was mit Sylph Co., Jesse? Okay. So.